Hallöchen Leute, hier ist wieder Mensch Biber. Habt ihr vielleicht mal mitbekommen, dass Klopapier gerade so eine gefragte Sache ist? Weil aus irgendeinem Grund hat die Menschheit entschieden, wenn heute die Welt untergeht, wenn wir so ein Zombie-Virus oder sonst was haben, dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwas, um uns den Hintern abzuwischen. Das ist das Wichtigste. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber ich bin ein bisschen auf den Trend gesprungen. Ich habe gesehen, wenn man schon irgendwie aus Scheiße Gold machen kann, beziehungsweise mit Klopapier richtig Kohle, kann man vielleicht auch gleich flexen gehen und richtig mit dem ganzen Klopapier angeben, von wegen, ha, ich beschieße dich mit, was in dieser Wirtschaft gerade Gold ist. Perforiertes, dreilagiges Gold. Ich glaube, es gibt tatsächlich irgendwie goldenes Klopapier. Das klingt so wie irgendwas, was sich Jeff Bezos holen würde. Ich glaube, der macht unter Corona jetzt richtig viel Geld. Naja, ich habe auf jeden Fall erstmal Klopapier besorgt. Ich habe mir das mal weggeklaut. Ich habe extra das mit Herzen genommen, weil ich hoffe natürlich, dass wir den Blaster richtig gut leihen können. Ich weiß nicht, ob man das sieht, weil es so hell ist hier, aber von wegen, ich herze diesen Blaster. Sowas in der Art. Und ich bin erstmal gespannt. Die haben auch schon Klopapier mit drauf. Ich dachte ja eigentlich, von wegen, den würde keiner kaufen und deswegen wäre er richtig günstig. Weil ihn natürlich keiner haben will, weil niemand will Klopapier wegschießen. Vielleicht dachten aber auch einige, dass hier Klopapier drin wäre und deswegen wollten sie sich den Blaster extra kaufen. Ich weiß nicht. Preis wird sich dementsprechend noch entwickeln. Link ist in der Videobeschreibung. Ich muss aber nachgucken, was es jetzt gerade ist. Ich habe den vor einer Weile bestellt. Und übrigens, ich glaube nicht, dass da Munition mit drin ist. Und Munition ist in dem Fall Klopapier. Ach ja, ich habe noch gar nicht erwähnt, wir haben ja sowas Kleineres schon mal vorgestellt. Ist hier denn sogar nochmal drauf zu sehen. Kann man sich auch holen. Das ist dieser Skidshot Blaster, die kleine Version. Die habe ich davon schon mal vorgestellt. Und die hat nicht wirklich gut funktioniert. Genau genommen habe ich sie wahrscheinlich irgendwie kaputt gemacht. Und wir haben alle gesagt, du musst Einlagiges benutzen. Und dann... Ja, habe ich ja auch. Jetzt hoffe ich mal, dass der größere Blaster ein bisschen mehr Kraft hat und wir dementsprechend mehr Klopapier auf einmal wegschießen können. Und vor allem, dass es auch funktioniert. Beim letzten Mal habe ich es nicht hingekriegt. Gut, ich kriege übrigens auch mit, ab und zu stellt die Kamera tatsächlich auf den Typen hier scharf. Da bist du auch gar nicht so scharf. Ich bin doch der Schärfere hier, nicht wahr? Hinten anstellen, Ladies and Gentlemen. So, dann machen wir jetzt mal den Blaster auf. Ist ja nicht wirklich viel zu machen hier. Wir haben übrigens, es steht da drauf, 11 Teile zum Zusammenbauen. Wahrscheinlich ist es daran das letzte Mal kaputt gegangen, weil ich nichts zusammenbauen kann. Gut, einmal. Loslass das Ding. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Lagen so ein Karton hat, aber ich lasse den mal noch eine Weile stehen. Man weiß ja nie, ob er vielleicht noch gebraucht wird. Gut. Dann, ach so, ja, hier, einzelne Teile sind noch rausgefallen. Das ist der ganze Extrakram, den ich noch verbauen muss und aufführen muss. Das Prinzip ist nämlich erstmal, wir bauen das zusammen. Wir können eine Klopapierrolle da einspeisen und dann reingezogen, während man lädt. Gleichzeitig wird es mit Wasser vermischt und dann kann man so Papierkügelchen schießen, wie halt... es irgendwelche Assis im Unterricht gemacht haben mit ihren Strohhalmen. Hat das irgendeiner jemals in der Schule miterlebt? Damals, zu meiner Zeit, hatten wir noch Gummibänder und Papierschnipsel. Das hat uns gereicht. Warum muss irgendeiner irgendwie so ein nasses Papierkühlchen in den Kopf kriegen? Keine Ahnung, wir werden es heute herausfinden. Ich werde nämlich heute mal drum schießen und hoffe, dass es irgendwie funktioniert. Ich verspreche nichts. Das ist ja geil. Ich habe doch keine Ahnung, wie ich das zusammenbauen muss. Ich weiß noch ungefähr, wie es beim letzten Mal war. Da war auch schon diese kleine Kralle mit dabei, aber eben habe ich gerade so gefreut. Ach, guck mal, ist das hier so ein Stopper? Stell ich mal vor, hier noch extra so einen Pfeil reindrücken und dann zack, 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 bereit machen und Formation. Pam! Alle auf einmal. Das wäre es richtig. Das würde ich gerne machen. So, das blasterige Teil auf das andere blasterige Teil. So. Es ist jetzt schon total schwer. Wie viel Technik ist da drin? Wie kompliziert kann es sein, Klopapierkugeln wegzuschießen? Es sollte nicht so komplex sein. So, während wir jetzt stückweise so einen Blaster zusammenbauen, der... Proportion von der Stampede hat doch ungefähr genauso viel wiegt. Ich meine, heilige Scheiße. Ich glaube, das Ding wiegt tatsächlich erstmal mehr als die Stampede, ohne die Batterien wohlgemerkt. Aber trotzdem, guckt euch das Ding mal an. So, stell ich mal vor, das wird einfach nur Pfeile schießen. Ich hätte richtig Angst davor. Hast du so einen ausklappbaren kleinen Minischild? Kannst dich dahinter praktisch so verstecken. Wir haben hier eine Menge Sachen rangeklippt, hauptsächlich kosmetischer Kram, wie zum Beispiel das hier. Okay, Tragegriff ist halbwegs nützlich. Hier oben ist der Wassertank dann, damit man auch überhaupt nicht richtig zielen kann. Wir haben hier oben zwar nochmal schön Korn, aber das wird auch nicht wirklich was bringen. Der Blaster schießt 15 Meter weit, stand auf dem Karton, mit Ausrufezeichen, als wäre das was ganz Besonderes. Ich kenne die ballistischen Grundsätze von nassen Klopapierkugeln nicht, aber ich glaube, dass trotzdem das mit rein kann man dann zudrehen. Da kann ich das hier noch schön zur Seite machen und es gab noch extra Anweisungen. Es ist so... Eine Menge Sachen davon sind so unnötig kompliziert, glaube ich. Aber ich, keine Ahnung, Leute, die Lego-Bausätze sehr gerne mögen, werden sich hieran auf jeden Fall freuen. Es hat ungefähr die ähnliche Energie. So, was habe ich eben gerade eingefüllt? Und ich glaube, was mir gerade aufgefallen ist, wir hätten auch ganz einfach Feuchttücher benutzen können und den ganzen Kram weglassen. Und dann, weiß nicht. Allgemein hinterfrage ich gerade eine Menge Sachen. Aber mal gucken, ich werde auch hier erstmal keinen großen Schusstest machen können draußen, weil was will ich damit machen? Wenn ich jetzt, wie weit das Klopapier schießt, ist
findest du ja nirgendwo wieder. Ich meine, es sollte sich zumindest in der Natur zersetzen, das ist dann nicht das Problem, aber wir haben hier tatsächlich nochmal auf dem Karton so eine Zielscheibe mit drauf. Hier nämlich. Können wir schön draufhauen. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, ob das richtig funktioniert. Also ich muss das hier irgendwie noch zusammenzwirbeln und dann einfügen und dann mal gucken, ob das auch mit dreilagigem Wunderpapier funktioniert. Beim letzten Mal wurde mir angekreidet, dass ich das nicht richtig gemacht habe. Und ich meine, hier steht nichts davon, dass man auf jeden Fall nur einlagiges verwenden darf. Zumindest habe ich die Anweisung nicht wirklich gelesen. Ich habe mir nur die Bilder durchgeguckt und bisher scheint alles in Ordnung zu sein. Also machen wir damit weiter. Okay, das Ende, was ich jetzt hier so zusammengezwirbelt habe, muss dann hier in dieses schwarze Zahnrad-Ding mit rein. Und dann muss ich das Ganze weiterdrehen und dann sollte das auch gleich funktionieren. So. Yay, da ist schon mal eine kleine Kugel rausgeflogen. Ich kann es aber so machen. Mal gucken, ob ich gleich die Scheibe schön verkleben kann. Okay, ich habe es nicht ganz richtig gemacht, deswegen sind jetzt zwei rausgeschossen. Heilige Scheiße, diesmal funktioniert sogar. Geil. Okay, da ist ja so ein Regenschirm. Also ich habe hier die ganze Beleuchtung und davor sind so eine weißen Regenschirme, damit das ein bisschen gestreut wird, damit ich nicht den kompletten Strahl in die Fresse kriege und es so harte Schatten wirft. Und ein Regenschirm ist halt ein Regenschirm. Der kann irgendwie nasse Sachen auffallen. Das ist hier auf jeden Fall schon mal abgerissen, weil ich das so doll gemacht habe. Wir schießen nicht mal Papierkugeln. Wir schießen hier so eine Papierwürste. Das kannst du benutzen, dir selbst deinen Hintern schießt und damit schön abwischen. Dann kriegst du alles mit sauber. Kannst dein Auto mit sauber machen, kannst einen Lappen reinfügen, mal gucken, was dann passiert. Das sieht jetzt ein bisschen so aus, als wäre hier eine andere Art von Film gedreht worden, aber ich meine, es funktioniert ja erstmal. Man kann ja auf jeden Fall weißes, nasses Zeug auf Leute schießen. Ist schon mal erstmal geil. So, wenn du mit einem Super Soccer Blaster getroffen wirst. Oh Gott, Gott, der Tisch sieht aus. Ich kann die Herzen hier noch erkennen. Also ganz so dolle hat es dann doch nicht zersetzt. Man sollte vielleicht doch einlagiges benutzen, damit er das irgendwie durchgerissen bekommt. Aber es funktioniert technisch gesehen auch mit dreilagigen. Bei mir habt ihr das zuerst gehört. Nee, was ich sagen wollte, wenn ihr mit der Super Soccer getroffen werdet, dann ist es zumindest nur Wasser. Das trocknet wieder. Das hier ist einfach nasses Papier. Das klebt, das zerreibt sich immer so zu diesen ganz kleinen Mini-Kügelchen. Oh, das ist unangenehm. Also wenn ihr mal so richtig jemanden ärgern wollt, wenn ihr im Unterricht, also keine Ahnung, Abi-Woche habt, das hatte ich glaube ich schon beim letzten Mal erzählt, dass man damit ja dann ersetzen kann, diese kleinen Papierkugelspucker, ne? Da war es auch noch ein kleiner Blaster. Also wenn man hier richtig einen Abi-Streich machen will, obwohl jetzt Abitur natürlich komplett außer Gefecht gesetzt wurde wegen Corona, können wir trotzdem damit richtig rumlaufen und Leute erledigen. Kann ich damit auch so einfach Wasser verschießen? Das wäre natürlich auch geil. Da war noch Papier drin. Wasser selbst kommt da nicht wirklich raus und ist, oh Gott, der ganze Tisch ist nass. Nicht mal wegen dieser Munition hier, sondern einfach, weil das Wasser die ganze Zeit rausläuft. Ich habe schon versucht, ein bisschen fester zu drehen, aber so feste wird es halt doch nicht. Und ich mache das hier mal lieber weg, bevor es auch komplett nass geht und den Bach runtergeht. Also wortwörtlich den Bach runtergeht, wenn das hier weiter ausläuft. Ich glaube, es wäre fast schon effektiver, eine Klopapierrolle zu nehmen, in Wasser einzutunken und dann richtig schön auf jemanden raufzuwerfen. Aber meine Fresse, trotz allem, was ich gesagt habe, man kann damit schießen. Wenn man wirklich möchte. Man kann sich auch hier einzelne Papierkügelchen wahrscheinlich vorbereiten und einfach so reindrücken. Also hier, ja, ist jetzt so eine kleine Papierwurst, die noch vorbereitet war. Zieht er dann automatisch rein. Technisch gesehen funktioniert es. Schießt nicht jedes Mal. Es muss natürlich erstmal durch den Mechanismus durchwandern und dann muss es hier ankommen und dann mit Wasser gemischt abgeschossen werden. Aber trotzdem funktioniert. Besser als beim letzten Mal, wo es sich ja komplett verhangen hat. Man hat die Möglichkeit, noch kleine Tools das Ganze wieder zu bereinigen, wenn man das rauskriegen würde. Ich wollte einen coolen Witz wegen Bereinigen machen. Weil technisch gesehen müsstest du ja hier mit diesem Papierwürst alles schön blank schmürgeln. Wenn du da vielleicht noch mal ein bisschen Stahlwolle mit reinfügst, sollte eigentlich alles richtig schön sauber sein. Und wer auch immer das abbekommt, wird sich richtig freuen. Aber ich glaube, so würde ich tatsächlich den Abwasch machen wollen. Also bam, bam, bam mit dem Lappen raufballern und dann einmal rüberwischen. Fertig, funktioniert. Spülmittel sollte man auch mit reinmachen können. Möchte man so ein Fenster sauber machen? Keine Ahnung, aber ich würde es ausprobieren. Von der Handlichkeit ist der Blaster erstmal vollkommen in Ordnung. Wir haben hier einen Abzug, der sich auch drücken lässt, aber der hat keine Auswirkung auf irgendwas. Ihr habt vielleicht mitbekommen, jedes Mal, wenn ich nach vorne mache und die Munition da ist, wird sie auch abgeschossen.
Jedes Mal, wenn man es nach vorne macht, egal was man hier beim Abzug macht oder nicht macht, dann lasst ihn halt weg und lasst diesen Plastikteil hier auch weg. Habe ich erstmal einen ordentlichen Griff, das würde mir viel besser gefallen. Ich glaube, mein größtes Problem mit dem Ding ist nicht nur, dass da Wasser rausfließt, und zwar die ganze Zeit, sondern auch, dass sich das Klopapier sofort abrollt. Sind ja Perforierungen drin, sind dafür gemacht, abgerissen zu werden. Sobald es hier drin abreißt, hat man ein Problem. Dementsprechend, ja, natürlich nicht besonders praktisch, aber auf irgendeine Weise doch irgendwie lustig. Okay, ich versuche das Ding mal bei mir selbst auszuprobieren, weil ich weiß nicht, ihr habt es ja mitbekommen. Wenn man das abbekommt, ist sehr unangenehm. Ich würde tatsächlich empfehlen, holt euch dann lieber einen Super Soaker Blaster, falls ihr wirklich einfach nur einen Wasserblaster haben wollt. Weil das ist so, als würdet ihr jedes Mal noch Taschentücher mit in die Waschmaschine reinschmeißen. Ich stelle mir das super unangenehm vor, aus Klamotten wieder rauszubekommen. Und insbesondere dann irgendwie von der Haut weg. Genau deswegen muss ich das jetzt einmal kurz an mir selbst ausprobieren. So. Sollte man vielleicht nicht nachmachen. Ich hau mir mal. Scheint nicht besonders stark zu sein. Ich glaube, ich halte das aus. Habe ich ausgehalten, war nämlich nur Luft. Okay, ja, ich habe es schlimmer erwartet. Es ist tatsächlich, es ist weiches Papier. Das drückt sich selbst zusammen, wenn ihr es abbekommt. Also es ist nicht wirklich gefährlich, selbst hier aus nächster Entfernung. Vielleicht nicht in die Augen sollte man das kriegen. Okay, der hat ein bisschen gezwiebelt. Okay, war auch auf nächster Nähe. Ja, also wenn man sich nicht direkt auf nackte Haut aus nächster Entfernung trifft, ist es auch nicht so schlimm und selbst da habe ich schon Schlimmeres erlebt, besonders mit Nerf-Pfeilen. Die haben ja ein bisschen härtere Spitzen, die tun auch ein bisschen mehr weh. Das ist hauptsächlich sehr unangenehm. Ich habe mal meine Milchbubi-Bar drauf, weil ich brauche beide Arme, um das hier zu bedienen. Deswegen kann ich mir nicht an den Arm schießen oder so. Ah, ist hauptsächlich nass. Ich habe jetzt nicht wirklich vor, noch raus zu moderieren, nur von wegen, ah, wir gehen zum Schusstest, viel Spaß damit. Sondern tatsächlich, wir erledigen das jetzt hier gleich. Schusstest habe ich ja schon gemacht, ihr habt gesehen, wie unangenehm das ist, wenn man es abbekommt. Ging eigentlich erstmal noch, ist nur halt ein bisschen rot gerade. Und ich möchte auf jeden Fall, dass ihr in die Kommentare schreibt, was euer Lieblingstoilettenpapier dafür wäre, welche Marke. Manche benutzen vielleicht Wowser, manche Leute benutzen, ich habe keine Ahnung, was für Toilettenpapiermarken es gibt. Da gibt es bestimmt noch, ich benutze Tempotaschentücher in Zukunft. Von mir könnt ihr euch auf jeden Fall noch eine Scheibe abwischen. Und während der letzte Klopapierblaster ein Griff ins Klo war, ist der hier vollkommen in Ordnung, funktioniert schwimmend hier und die habe ich mir alle aufgehoben. Na gut, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Vielleicht kann ich ja noch ein größeres Modell finden. Vielleicht bringen sie extra für mich nochmal den Super Klopapierblaster raus. Das nenne ich dann den Staudamm. Ha! Weil Magic Beaver. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Sonntag beim weiteren Video. Bis dann. Macht's wie ich, beiß euch durch. Euer Magic Beaver. Ciao. Ich habe gerade nochmal eine Riesenfontäne Wasser rausgehauen. Kennt ihr diesen Sport, wo die mit ihren Schleifchen an einem Stock rumlaufen und immer so eine Hui, hu, ha, so eine ganze Form machen, so einen Ausdruckstanz? Das kann ich auch.